Schaffe, schaffe, heiße Baue und nicht nach dem Mädel schaue. Landeshauptmann Günter Platter und Landesrätin Beate Palfrader setzten am 21. September gemeinsam mit dem Kitzbüheler Bezirkshauptmann Michael Berger und Bürgermeister Klaus Winkler den Spatenstich zur Erweiterung und Sanierung der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Die Umbauten sind aufgrund der beengten Raumsituation dringend notwendig und sollten noch mehr Servicequalität und einen barrierefreien Zugang für die Bürgerinnen und Bürger bringen. Mir war es sehr wichtig, dass es zu einer vernünftigen Lösung gekommen ist beim Bau der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, Generalsanierung und Erweiterungsbau, und dass natürlich die Bezirkshauptmannschaft weiterhin in der Bezirkshauptstadt bleibt. Das zum einen. Zum zweiten, dass auch eine gemeinsame Lösung gefunden wurde zwischen der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtführung. Und man sieht, dass hier doch ein sehr engagierter Gedankenaustausch stattgefunden hat, bin der Überzeugung, dass es jetzt die beste Lösung ist. 8,5 Millionen Euro werden hier investiert bis zum Jahre 2015 und dann wird alles fertiggestellt sein. So glaube ich, dass gerade in der nächsten Zeit eine sehr positive Entwicklung für die Stadt Kitzbühel möglich ist. Einerseits mit diesem Bau der Bezirkshauptmannschaft, zum anderen Reha-Zentrum, das ausgebaut wird, zum dritten, was mir ein großes Anliegen ist, die Umfahrung. Ich habe dem Landesrat der Steigster den Auftrag erteilt, dass eine Variante ausgearbeitet wird mit der Stadt, mit einer Unterflurlösung, Untertunnelung, damit wir die Planung nächstes Jahr abschließen können und letztlich dann in Richtung Umsetzung der Umfahrung Kitzbühel kommen. Es ist unerträglich, wie der Verkehr ist, und deshalb ist es notwendig, dass hier die Schritte eingeleitet werden für eine vernünftige Umfahrung in Kitzbühel. Und das Letzte kann ich auch berichten. Ich habe erst vor einigen Tagen mit dem Herrn Bürgermeister eine Diskussion gehabt. Wir werden gemeinsam ein Bildungspaket schnüren zwischen der Stadt Kitzbühel und dem Land Tirol, damit im Bildungsbereich ebenfalls einige positive Signale möglich sind. Deshalb glaube ich also, wir sind sehr gut gemeinsam unterwegs, gehen tut es aber nur in einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Ja, ich freue mich natürlich einerseits als Landesrätin aus dem Bezirk Kitzbühel, dass dieses Vorhaben nun realisiert werden kann. Ganz besonders freut mich als Kulturlandesrätin, dass im Zuge dieses Neubaus, Erweiterungsbaus und der Sanierung die Stadt Kitzbühel das Haus Hinterstadt 34 erworben hat und dort für das Stadtmuseum neue Ausstellungsflächen und ein Foyer entstehen kann. Ja, von Seiten der ausführenden Hochbauabteilung, wir sind natürlich sehr stolz, dass wir das bedeutungsvolle Projekt hier für die Stadt Kitzbühel abwickeln dürfen. Die Kosten von 8,5 Millionen werden auf zwei Standorte aufgeteilt. Zum einen einmal werden die Gebäude Hinterstadt 28 und 30 generalsaniert werden. Die werden behindertengerecht erschlossen. Und zum zweiten, der zweite Bauabschnitt, ist dann das ehemalige Marienheim, wo wir also hier 5,4 Millionen investieren werden. Auch dieses Marienheim wird behindertengerecht erschlossen und nach zeitgemäßen Vorgaben für eine moderne Büroausstattung errichtet werden. Zugleich wird der derzeitige Anbau jetzt hier entfernt, abgebrochen, und hier wird also für Zwecke des neuen Bürgerservicezentrums ein niedrigerer, zweigeschossiger Neubau errichtet werden mit einer Tiefgarage für die Dienstfahrzeuge. Und dieses Bürgerservicezentrum wird dann mitten im Stadtpark in Zukunft die Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Bezirkes sein. Und wir erhoffen uns dadurch natürlich eine Belebung dieses Stadtparkes. Und zusätzlich wird vor allem als städtebauliche Anleihe noch das Erdgeschoss des Hauses 30 geöffnet werden, dass man auch hier visuell eine Verbindung hat von der Hinterstadt hinauf zum Stadtpark. Und das war uns also ein sehr großes Anliegen. Wir werden das ganze Projekt der Baustufe 1, Hinterstadt 28 und 30, wird bis November 2013 fertiggestellt sein. Und gleich im Anschluss daran werden die Baustufe 2, Marienheim, wird losgelegt. Und wir werden also das in knapp einem Jahr bis zum Februar 2015 das gesamte Bauvorhaben fertiggestellt haben. Gerade einen besonderen Ort hier im Stadtpark bzw. auch in der Nähe unseres ältesten Gebäudeteiles der Stadt, dem Getreidespeicher. Und dieser besondere Ort hat natürlich für viele Diskussionen gesorgt, speziell für den Umbau der Bezirkshauptmannschaft, hat aber auch gezeigt, wie wichtig
wichtig diese Diskussion gewesen ist und letztendlich zu einem Ergebnis geführt hat, die doch sehr, sehr zukunftsreichend ist. Und mit dem Umbau der Bezirkshauptmannschaft im bestehenden Gebäude, der Erweiterung im Marienheim und dass diese wertvollen Gebäudesubstanzen damit in öffentlicher Hand geblieben sind und sozusagen zum Wohle der Bevölkerung, das war immer das Entscheidendste und die oberste Botschaft aller unserer Verhandlungen. Und letztendlich ist es gelungen und ich bin stolz und froh, dass ein Bezirksverwaltungskörper mitten in der Stadt bleibt und gerade hier in der Stadt auch für unsere Bevölkerung weiterhin gearbeitet werden kann und letztendlich damit die Signalwirkung für den gesamten Bezirk und für die Region von diesem Ort ausgeht. Das war unser zentrales Anliegen und das ist gelungen und bedanke mich bei dir, lieber Bezirkshauptmann auch. Es sind viele Gespräche gewesen, es waren viele Aspekte, die wir zu überlegen hatten und gerade auch von deiner Seite und natürlich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft auch entsprechende Impulse ausgegangen sind und ich glaube, auf dieser Basis kann jetzt erfolgreich der Umbau dann stattfinden und auch diese hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kitzbühel und der Bezirkshauptmannschaft auch dann weiterhin funktionieren. Vielen herzlichen Dank an dich. Ja, geschätzter Herr Bürgermeister, ich kann dieses Kompliment zurückgeben. Ich möchte mich auch bedanken für die immer konstruktive und gute Zusammenarbeit, für das gute Verhandlungsklima mit dir, aber auch mit den Mitgliedern des Kitzbüheler Stadtrates, die immer sehr daran interessiert waren, eine gemeinsame und gute Lösung zu finden. Eine solche gute Lösung liegt jetzt vor und ich freue mich ganz besonders, dass der Startschuss heute gefallen ist. Und ich kann dir versichern, dass wir immer gern an diesem Standort waren, dass wir auch in Zukunft gerne an diesem Standort sein werden und gerne eine wichtige Einrichtung im Stadtzentrum von Kitzbühel sein werden.